Halb Mann, halb Frau, Bart und Lippenstift. Das Gesicht von Conchita Wurst wird zum Emblem eines europäischen Lebensgefühls. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Jung, frei und libertinär. Anything goes. Geht wirklich alles. Manchen ist das zu viel. Die Auflösung der Geschlechter, Auflösung der Länder zugunsten Europas. Wo bleiben die Muttersprachen, wenn Englisch immer wichtiger wird? Gegen all das formiert sich Widerstand. Unterschiedliche Parteien gründen sich gegen Europa, gegen den Euro, gegen Verarmung vieler Menschen, aber auch gegen Ausländer, Schwule und Andersdenkende. Ganz viele verschiedene Stimmen hören wir in diesen europäischen Protestparteien. In Deutschland sind die Montagsdemonstrationen Ausdruck dieses Unbehagens. Ausgerechnet die Montagsdemonstrationen, mit denen in Leipzig 1989 Freiheit erkämpft wurde. Wurden sie gekapert von Antisemiten und Anti-Amerikanern? Clemens Rial geht den Montagsdemonstrationen auf den Grund. Das macht man nicht, auch wenn man ein schlechtes Gefühl hat. Man macht das nicht, man bricht nicht aus. Man geht sogar in den Krieg, wenn man dich hinschickt, weil das machen alle, das ist Gehorsam. Über diese Bewegung wird man irgendwann in den Geschichtsbüchern lesen und ihr werdet sagen können, ihr wart dabei, ihr habt sie gemacht. Und sie kriegen mich nicht klein und können mich nicht einfach abschalten. Natürlich kann einer oben auf dem Dach liegen und mir ein Ende setzen. Und ich weiß das. Ich habe große Bedrohungen. Ein paar tausend Menschen sind es jeden Montag in Berlin. Sie haben Angst vor Krieg und sagen, die Medien in Deutschland lügen. Über die Ukraine und die Lage hier. Es geht um einen souveränen Staat. Die BRD ist ja kein souveräner Staat. Die Deutschen bekommen weniger als die Ausländer. Warum ist da Gleichberechtigung für alle? Wir sind immer noch besetzt von den Amerikanern. Gehen Sie nach Hause mit hier am ganzen Rund vor. So, dann müssen wir noch mal einen großen Dank aussprechen. Ja? Organisator Lars Meerholz, 34, Fallschirmspringer. Firmengründer und ein ganz normaler Mensch, wie er sagt. Die Atmosphäre hier ist jeden Montag ja, wie ein Volksfest ohne Fest, sage ich immer. Und die Leute nehmen diese positive Energie mit in die Woche und fühlen sich wirklich wohl. Vor 4 Jahren sprang Lars Meerholz noch als Deutschland-Fan vom Himmel. Mittlerweile fragt er sich auf seiner Homepage, ob die Bundesrepublik nicht etwa ein fremd verwaltetes Land sei. Auch beschäftigt er sich mit der Familie Rothschild. Den Rechtsextremisten Karl Richter, Mitglied der Münchner Bürgerinitiative Ausländerstopp, lobt er als aufwachenden Volksvertreter. Diverse rechtsextremistische Seiten rufen mittlerweile ebenfalls zu den Montagsmahnwachen auf. Davon distanziere ich mich, so sagt Meerholz. Als Jutta Dittfurt in der Kulturzeit kritisch über die Montagsmahnwachen sprach, bekam sie tausende E-Mails, zumeist Beschimpfungen, auch Morddrohungen. Man sieht sich noch, versprochen. Kann mal jemand der Nutter Jutta den Schädel spalten? Einmal 10 Minuten mit ihnen in einem dunklen Raum. Auch die Kulturzeit bekam ähnliche Mails. Auch Jürgen Elsässer sprach auf der Montagsmahnwache. Einen Antisemiten nannte ihn Jutta Dittfurt. Dagegen klagt er nun. Die Drohmails verurteilt der Publizist, kann die Wut der Menschen aber verstehen. Also wir haben es in Deutschland im Grunde mit einer Gleichschaltung ohne Goebbels zu tun. Eine freiwillige Gleichschaltung der Medien. Und das ist natürlich ja, für viele Leute eine große Enttäuschung und manche Leute entwickeln da auch regelrechte Hassgefühle. Das Volk blutet und wehrt sich. Und die Anführer aus dem Mittelalter, die kennen wir aus den Geschichtsbüchern. Das waren Robin Hood, das war Thomas Münzer, das war Klaus Stottebecker, das war Wilhelm Tell. Und damals konnte man auch nicht davon sprechen, dass die links oder rechts sind. Jürgen Elsässer war Kommunist, schrieb für linke Blätter. Nun gibt er eine Monatszeitung heraus, schreibt darin über die Liebe zum eigenen, zur Familie und Nation. In seinem Blog heißt es zum Eurovision Song Contest, Europa versinke in sexueller Umerziehung, Russland hingegen lebe die Familie. Rechts sei das aber nicht. Früher hat man gesagt, kaum sagst du ein kluges Wort, schon bist du ein Kommunist. Und heute heißt die Devise der Propaganda, kaum sagst du ein kluges Wort, schon bist du ein Rechtspopulist.
Auf den Mahnwachen soll es um den Frieden gehen. Schuld am Ukraine-Konflikt, so heißt es dort oft, sei der Westen. Vor allem Amerika und jüdische Banker. Immer wieder sind auch NPD-Kader, verurteilte Holocaust-Leugner und sogenannte Reichsbürger unter den Demonstranten. Eine Ausnahme, so sagen die Veranstalter. Bei unseren Recherchen stoßen wir auf einen der Sicherheitsleute und Helfer der Berliner Montagsmahnwache. Deren Organisator Lars Meerholz ist auf Facebook mit ihm befreundet. Das sind Bilder, die der Ordner der Friedensmahnwache Berlin auf seiner Seite öffentlich postet. Politikern wird mit dem Galgen gedroht. In Berlin spricht nun einer der Stars der Montagsmahnwache, Ken Jebsen. Mein Name ist Ken Jebsen, meine Zielgruppe bleibt der Mensch. Die Medien schießen auf eine Friedensbewegung. Das machen die Medien mit Wörtern und Begriffen, die die Friedensbewegung kaputt machen sollen. Ken Jebsen kennt die Medien. Bis 2011 war er Reporter und Moderator bei ARD und ZDF, auch bei den Privaten. Dann ging er ins Internet. Jebsen glaubt, dass derzeit ein Krieg vorbereitet werde, dass die etablierten Medien dafür Propaganda machten. Zur Mahnwache bringt er eigene Kamerateams mit, stellt seine Reden auf sein Internetportal. Das lebt von Zuschauerspenden. Ich könnte jederzeit auch für eine Art von Propagandaministerium arbeiten, mache ich aber nicht. Weil der Frieden ist dafür zu wichtig, mache ich nicht. Ich wäre ein super Werber und könnte mir eine goldene Nase verdienen. Ich bin ein Top-Verkäufer. Ich kann Ihnen alles verkaufen, mache ich aber nicht. Demokratie löst nicht alle Probleme. Das denkt man, dass Demokratie alle Probleme lösen kann. Es gibt doch andere Möglichkeiten. Und da orientiere ich mich auch an der Natur. Stellt euch mal vor, Zugvögel würden die Reise nach Afrika demokratisch organisieren. Die kämen nur bis Sylt. Die Worte wieder die Demokratie kommen an. Viele Redner loben zudem Putin. Auffällig sind professionell gestaltete Plakate. Sie beschwören eine deutsch-russische Freundschaft. Russische Medien berichten immer wieder über die Montagsmahnwachen. Ken Jebsen und Jürgen Elsässer haben dort Millionen Klicks. Auch Andreas Popp hat sie. Boykott der Wahlen. Ganz klar, Boykott der Wahlen. Das ist meine Aussage. Das, was ich den Menschen sage, das wissen sie alles. Ich formuliere eigentlich ihr Bauchgefühl. Mehr will ich gar nicht. Walsrode bei Hannover. Andreas Popp war einmal Unternehmer, legte Fonds auf, hat finanziell ausgesorgt, wie er sagt. Ich denke, ich bin nicht links und nicht rechts. Ich versuche lieber vorne zu sein. Das finde ich wesentlich attraktiver. Im Internet prophezeit Andreas Popp schon lange den Zusammenbruch der Wirtschaft, fordert eine neue Gesellschaft. Dutzende Vorträge hält er im Jahr und die Hallen sind voll. Wir werden zum Beispiel in bestimmten Sendern immer wieder an unsere dunkle Vergangenheit erinnert und das permanent und das gebetsmühlenartig und ich glaube, die meisten können es einfach kaum noch ertragen. Erst kürzlich war Andreas Popp in Ungarn, sprach dort mit führenden rechtsnationalistischen Politikern über eine Zusammenarbeit. Er ist sich sicher, auch Deutschland wird sich schon bald ändern. An die 600 Mails bekommt er, täglich, wie er sagt. Ich glaube, die Menschen werden jetzt wach. Vielleicht schaffen wir es sogar ganz friedlich, dass die Menschen lernen. Ich beschreibe das immer wie ein Zirkuszelt, wo in der Mitte die Mittelstange ist. Wir müssen die Mittelstange rausziehen und dann fällt das Zelt ganz fluffig in sich zusammen. Denn dann kann es auch ohne Krachen passieren. Andreas Popp eilt zu zwei weiteren Terminen. Er ist gefragt. Lars Meerholz vermeldet Mahnwachen in über 60 weiteren Städten. Jürgen Elsässer hält mittlerweile Reden bei der AfD. Und Ken Jebsen hat angekündigt, er wolle bald nach Moskau fliegen und Putin interviewen. Ein neues Phänomen, an das wir uns wohl gewöhnen müssen, das unser Rechts-Links-Schema in Frage stellt. Wir haben den Sozialwissenschaftler Alexander Häusler nach den Hintergründen der Montagsdemonstrationen gefragt. Ich kann da weder ein einheitliches Weltbild, geschweige denn eine irgendwie einheitliche, klare politische Programmatik erkennen. Wobei der klassische Anti-Amerikanismus
begleitet mit durchaus Zuschreibungen, was zum Beispiel Zuschreibungen von Finanzeinflüssen angeht, auch durchaus antisemitische Tönungen mit aufweist, dass diese Feindbilder quasi diese Leute einigen. Das heißt also, dass diese Bewegung in ihren diffusen Feindbildsetzungen quasi so einen einigenden Charakter bekommt. Politisch, organisatorisch kann man diese Einheit meines Erachtens nicht genau feststellen. Das ist so eine Art politische Querfront, die sich dort entwickelt, die bestimmte linke Inhalte aufgreift, bestimmte Wertigkeiten, die man aus linken, alternativen, sozialen Bewegungen kennt, Frieden, Gerechtigkeit und dergleichen, die eben gefüllt wird dann durchaus mit nationalistischen, teilweise auch wirklich offen rechtsradikalen und antisemitischen Vorstellungswelten und Feindbildsetzungen. Das Angebot der Protagonisten dieser Bewegung ist letztendlich ganz eindeutig das Rekurrieren auf ein angeblich gesundes Volk, eine gesunde Nation, die sich eben gegen ungesunde Auswüchse des internationalen Finanzkapitals wehren könne. Das ist eigentlich die Basiserzählung der Protagonisten dieser Bewegung und das ist eindeutig rechtsnationalistisch konnotiert. Das heißt also, entgegen der eigenen Bekundungen, weder rechts noch links zu sein, ist die Basiserzählung dieser Protagonisten eine rechtsgrundierte Erzählung. Das wird von 3-4 Personen eben auch stark dominiert, die als so eine Art politische Bewegungsunternehmer auftreten. Das heißt, dort findet man durchaus eine Überschneidung von privaten, vielleicht auch wirtschaftlichen Interessen, mit eigentlich verbunden dem Interesse, dort quasi Sprachrohr einer neuen, sich konstituierenden Bewegung zu sein. Ein klar erkennbares Ziel hat die Erfurter Montagsdemo nicht. Hier geht es irgendwie um und gegen alles. Gegen den Kapitalismus, gegen Europa, gegen das System. Das ist alles schnell gesagt oder geschrien. Nur wie die angeprangerten Ungerechtigkeiten in der Welt beseitigt werden können, dazu kein Wort. Wir sind nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass eine kleine politische Kaste in einem abgeschirmten politischen System in unserem Namen spricht, jedoch nicht in unserem Sinne handelt. Wo diffuse Ängste und Unsicherheiten herrschen, tauchen schnell Populisten auf. Die liefern scheinbar einfache Erklärungen für komplizierte Probleme, nämlich Feindbilder. Die USA zum Beispiel. Damit sehen sie aber eher Hass und keinen Frieden. Hier auf dieser Friedenskundgebung sind alle eingeladen, die für den Frieden sind, egal ob vernünftig gewordene Linke oder vernünftig gewordene Rechte. Es ist auch die Antifa eingeladen, aber ich verstehe nicht, wie man auf eine Friedenskundgebung kommen kann mit den Flaggen der aggressivsten kriegführenden Staaten auf der Welt. Eben weil Elsässer immer wieder derart provoziert und auch Rechte willkommen heißt, protestierten mehr als 100 Menschen gegen ihn und die Montagsdemo. Lautstark demonstrierten sie gegen einen Rechtspopulismus, der die Probleme mit verstecktem Antisemitismus und Nationalismus lösen wolle, wie sie meinen. Und es ist ganz klar, dass hier Nationalismus mitschwingt. Es wird aus mehreren Reden ersichtlich, dass Antisemitismus mitschwingt. Und es ist ein... Wo ist bitte Antisemitismus, wenn ich Banken kritisiere? Das verstehe Doch es distanziert sich auch niemand von diesem Plakat zum Beispiel, das einen zionisierten, also vermeintlich vom Judentum dominierten Westen zum Feindbild erklärt. Auch Rechtsextremisten werden nicht ausgeschlossen. Dabei zeigen zumindest einige klar, wessen Geisteskind sie sind.